Wir haben uns vorgenommen, ihr kennt ja bestimmt diesen einen Vlog von mir, falls ihr schon etwas länger meine Vlogs verfolgt. Die erste Kirche, die es jemals gab. Da werden wir jetzt heute hingehen. Ich bin jetzt schon am Abkacken, es ist richtig warm. Wir sind gerade mal diesen Weg hier hochgegangen und wir haben echt noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns. Mal schauen, mal die Aussicht. Bevor wir mit dieser Reise hier anfangen, wir waren gestern oder vorgestern am Meer. Wir haben da so einen Krebs gefunden. Ich blende euch mal ein paar Videos hier ein. Wirklich? Wie das aussieht! Oh mein Gott! Hat. Das war so heftig. Ich habe mein Sternzeichen gefangen. Ja, stimmt. Auf jeden Fall habe ich noch nie in meinem Leben so einen Krebs gesehen, so real life. Das war schon geil eigentlich. War schon süß. Und er hat einfach so in seine Hand gehalten, das war so schlimm. Würde ich niemals machen. Aha, wir sind hier schon fast da. Das ist der Eingang. Leute, wir haben jetzt hier unsere Tickets. Wir haben einfach mal 15 Lira dafür bezahlt. So eine Abzocke, aber egal. Voll viele meinten so, ja, umgerechnet 3 Euro ist es ja voll wenig. Aber Leute, ich rechne das halt alles mit Lira auch, ne? Für diejenigen, die hier wohnen, nicht für uns. Hier ist die Kirche. This is Hatay. Ich bringe mal meinen Zuschauern etwas bei hier. Leute, diese Zeichen stehen wohl für Alpha und Omega. Das ist halt der Anfang und das Ende. Damit ihr Bescheid wisst, das habe ich sogar noch von euch, als ich das letzte Mal hier war. Und das ist wohl nicht Jesus. Können wir da nicht rein? Hier hat sich wohl Jesus vor den Feinden versteckt. Da ist so ein Tunneldurchgang. Leute, diese Statue da oben, das ist wohl Saint-Pierre. Auf Türkisch wohl Aziz Petrus. Damit ihr Bescheid wisst, also nicht Jesus. So, und da ist 15 Liter weg. So Leute, wir sind fertig. Wir haben voll die geilen Fotos gemacht, ey. I want to drink a gazos. I want to drink a gazos. Der ist so ein richtiger Tourist geworden hier. So, jetzt geht's weiter nach oben. Und die Aussicht wird immer schöner. Leute, ich weiß es wirklich nicht, ob wir hier richtig sind. Ehrlich nicht. Schatz! Alter. Ich würde da gar nicht durchpassen. Oh, das macht mir so Angst. Ich habe die falschen Schuhe an dafür. Oh, das wird jetzt ein bisschen... Oh Gott. Leute, wir haben es endlich geschafft. Erkennt ihr diese Statuen hier, dieses Gesicht? Und wie findest du es hier? Schön. Aber richtig heiß. Leute, wir haben es endlich geschafft. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil es hier wirklich mega windig ist. Aber... Ja, wir sind jetzt sehr, sehr weit oben. Wir überlegen gerade einfach nur, wie wir wieder nach unten sollen. So, hallo! Leute. Wir sind jetzt endlich wieder sicher, nicht mehr auf den Bergen irgendwo. Auf jeden Fall ist Tunjai da fast abgekackt. Aber sieht er schon nicht etwas brauner aus als sonst? Mein sexy Lied. Makaras. Lahmacun everywhere. Lahmacun. Gel canım, gel canım. Ben lahmacun seviyorum. Gel canım, gel canım. I'm bringing sexy back. The mother boys don't know. Wir essen jetzt. Schön, wie gut ist das? Wala wala kacha wandalum. Gel canım, gel canım. Leute, er versucht immer auf Arabisch zu singen, aber er kann es nicht. Ich kann schon Arabisch. Schkifig. Akolle Shay. Wie gut er das aber betont. Anna behäppig. Anna behäppig ektir. Ektir siktir. Alles gut! Ankara Gazoz. Ankara Gazoz. Sen, du fängst schon langsam richtig an zu singen, ne? Bizim ora neresi? Ankara Gazoz. Also Leute, macht das nicht zu Hause nach. Tamam, hadi hazırla da yiyelim. Sorry, aber ich bin nicht so wie die Mädels von hier. Du machst dein Essen selber.
Jetzt sagen meine Zuschauer so, Ero, das ist eigentlich immer so, dass die Frauen das machen, aber nein, Leute. Nein. Also, solange ich auch arbeite, macht er sein Essen auch selber. Es ist trotzdem nicht so, dass er leben darf, wie er möchte und ich kann hier ackern. Nö. Leute werden denken, wir sind nur am Essen. Wir sind hier doch auch. Hi, am der Show ja viel. Meine Haare sind voller Zucker. Boah, schmeckt anscheinend richtig geil hier. Schatz, die kann den Wanderdamm hier. Hallo Leute, nach unserem Trip zu den Bergen, es ist schon 2 Tage her, mir geht es bis jetzt nicht gut, also mein Gesundheitszustand war wirklich nicht gut und ich lag die ganze Zeit im Bett, der Arme musste bei mir sein. Ich saß daneben und hab und mir... Der musste mein Gejaule anhören. Ich habe mir Videos reingezogen. Mein Hals ist so am Abkratzen wirklich und meine ganzen Knochen, ich spüre einfach gar nichts. Weil morgen unser letzter Tag ist sozusagen, dachten wir, wir gehen heute noch raus mit meinem Onkel und seiner Frau. Auf jeden Fall wollten wir uns unbedingt rausnehmen und ich glaube, ein bisschen frische Luft tut mir eigentlich auch gut. Mal schauen, wenn wir so etwas besondere Orte sehen, zeigen wir das euch auf jeden Fall. Jetzt guck mal, die engen Gassen hier. Leute, wir wurden verhaftet. Thumbnail jetzt, Clickbait. Nein Leute, also wir sind jetzt gerade genau in der Innenstadt sozusagen. Diesen Ort haben wir euch noch gar nicht gezeigt, außer bei meinen anderen Vlogs, die kennt ihr ja schon. Auf jeden Fall werde ich das in diesem Vlog so machen, dass ihr mehr Eindrücke seht, als dass wir die ganze Zeit reden. Deswegen wünsche ich euch auch viel Spaß dabei. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make it dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only need the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty. Hallo mein Lieben, willkommen zu einem neuen Tag. Also wir haben gedacht, dass wir hier 3 Tage einfach hintereinander aufnehmen, dass dann das Ganze dann ein Vlog wird. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Chase Lake. Also wie man hier auch sehen kann, hier sind sehr, sehr viele Krimskrams. Und wir dachten, da ist unser letzter Tag ist heute. Schauen wir mal, was wir mitnehmen können. Sieht so komisch aus, ne? Sorry Leute. Sieht wieder mal geil aus. Aber das Problem ist, wir dürfen jetzt insgesamt 60 Kilo mitnehmen. Wir haben gerade so 40 Kilo haben wir zusammen. Egal, du kannst tragen, du bist der Mann. Ich nehme 50 Kilo Eric mit. Meine Family will Eric essen. Leute, könnt ihr euch noch an meinen ersten Vlog erinnern, wo ich euch mitgenommen habe für Chase, gesagt, so Mitgiftsachen. Ich wollte unbedingt sowas haben, so für Kleinigkeiten, so aus Holz. Mal schauen. Aber die sind voll süß. Oh, die sehen ja auch voll schön aus.
Die sehen so anders aus. Also wir kaufen wahrscheinlich die hier. Die sehen richtig geil aus. Wohin mit dir? Leute, wir haben jetzt ungefähr 1000 Lira ausgegeben. Aber das wird alles später abgeholt. Sind die Blumen nicht schön? In Deutschland sind diese Fake-Blumen richtig teuer. Deswegen dachte ich mir so, ich hole mal die aus der Türkei. Und dann haben wir noch so für Chai. Ihr kennt das ja, in unserer Kultur trinkt man immer Chai. Lecker. Was haben wir jetzt bekommen? Leute, es ist so heiß. Es ist richtig heiß einfach. Ich bin